Gute Tote. Deiner Junge! Ja, David, 4:1 gewonnen hier in Storkow als Aufsteiger, überraschend eingeordnet in der Kreisliga West. Möchte ich mal sagen, mischt ihr die Staffel ja gerade ein bisschen auf. Wo siehst du die Stärken deines Teams, auch heute bei dem Spiel? Meine Stärken des Teams sind natürlich Passspiel, Kurzpassspiel, dass die Jungs alle eigentlich bei der ersten Halbzeit mittrainieren, dass sie da ein bisschen herangeführt werden an dieses Spiel, Kurzpass und Ballsicherheit halt. Dass die Jungs auch offensiv vorne drauf gehen. Ihre Chancen halt nutzen. Mhm.
so eine Stärke meines Teams, dass sie eigentlich vorne immer eigentlich eiskalt sind. Ja, jetzt haben wir den 7. Spieltag, 6 Siege. Schielt man in Klosterfelde schon etwas höher? Nee, bis jetzt nicht. Wir nehmen die Saison erstmal jedes Spiel für Spiel hin. Und wenn wir am Ende unter die ersten 3 oder ersten 5 kommen, ist das völlig okay für uns. Vom Aufstieg wollen wir hier mal nicht reden, weil wir immer eine zweite Männermannschaft sind. Und da muss man mal gucken, die Planung der ersten Männermannschaft kommt da hinzu, ob uns Spieler abgezogen werden oder nicht. Also immer ruhig. Alles klar, bedanke ich mich. Dann sehen wir uns zum Rückspiel. Bis zum Rückspiel. Ja, André, 1-4 Heimniederlage gegen Klosterfelde 2. Ich denke mal, es war das erwartet schwere Spiel. Und denke auch eine verdiente Niederlage am Ende. Wo siehst du oder wo hast du die Defizite unseres Teams heute gesehen? Ja, ich glaube, war heute deutlich zu sehen, wo unsere Defizite liegen. Im technischen Bereich, uns verspringen die Bälle und so weiter. Und beim Gegner, der Ball klebt am Fuß, wenn die einen Kurzpass spielen, 3-Meter-Pass. Eigentlich ganz einfach mit Fußball, was wir gespielt haben, aber wir sind dazu einfach nicht in der Lage. Warum auch immer. Technische Möglichkeiten haben wir. Wir sind technisch auch gut. Aber heute war leider nichts. Zu wenig. Ja, nach dem Pokal aus gegen Kremmen, jetzt Heimniederlage in der Liga. Nächstes Wochenende Auswärtsspiel in Borgsdorf, das wird nochmal ein schwerer Brocken. Ja, wie will man sich darauf vorbereiten? Ja, ich denke, das Spiel wird ähnlich schwer werden wie heute. Die werden auch technisch stark sein. Wir müssen da einfach dann auch kämpferisch mehr gegensetzen. Da müssen wir halt mal ein cleveres Foul machen. Nicht unfair, aber halt clever auch. Und dann mal schauen. Vielleicht läuft es nächste Woche besser. Alles klar. Dann wünsche ich natürlich jetzt schon mal viel Erfolg. Ja, danke.